Ja, ich bin ein Pichler, Toni. Ich bin 1931 in Kaltern geboren. Ich bin der erste von den 6 Kindern, was die Mutter gehabt hat. Und heute hat man ein Alter erreicht, wo man, ja, wo man etwas erzählen kann. Weil wenn ich zurückdenke, das sind wilde Jahre gewesen. Weil ich geboren bin, selbst bin ich mich nicht mehr, aber danach noch, wenn die Schuljahren und der Krieg Ende und ich habe miterlebt noch. Dann bin ich in Kaltern mal den Bomben gefallen sogar. Wo selber nicht viele wissen. Das ist schon die Klasse sind ein paar gefallen und Mitterdorf sind schon zwei, drei eingefallen. Und so ist der jetzt da hingegangen und dann sind wir Schule gegangen. Und dann ist noch alles Italienisch gewesen. Sie haben kein Wort Deutsch kennt, die Lehrer. Wir müssen Italienisch reden. Das ist eine keine schöne Zeit gewesen. Aber halt, das hat sich schon. Es hat sich noch so ergeben. Und Nachzeiten sind halt gewesen, so quasi. Geld hat man daheim nie keins gehabt. Nein, nicht. Ein Ladenbierchen, bei der Heise da oben im Laden, hat gerade geschaut, lass ausschreiben. Und dann ist der jetzt so hingegangen. Dann habe ich mir gefragt, wenn ich alle Monate ein paar Lieder wieder gehabt habe, ein Ladenbierchen etwas zu zahlen. Ja, wir sind 6 Geschwister gewesen, 3 Buben und 3 Mädchen. Und ich bin der Älteste gewesen, der Toni. Der Zweite ist der Guschel gewesen, mein Bruder, 34 geboren. Ich 31, er 34. Dann ist die Nandl gekommen, die was heute Schneiderwerkstatt danach aufgetan hat. Dann ist der Hermann gekommen, mein Bruder. Und danach die Hildegard und die Margret. Die sind alle gewesen. Und jeder hat halt geschaut, er in Hand ist Schneider, in der Schneiderbranche, hat sich ein Haus gebildet, hat uns sogar das Geschäft gemacht danach, ja. Und der Hermann ist daheim gewesen, mit ich auch. Ich bin noch in der Kellerei gegangen, wenn es so weit gewesen ist, hätte ich noch schon erst die 50 geworden gewesen. Da habe ich mal das erste Geld verdient. Den Mann hat sie in den Sack gehabt, ja, sonst hat man keinen in den Sack gehabt. Ich bin im Burschenverein gewesen, Obmann vom katholischen Burschenverein, unter dem Monsignor Chris. War ein gestrenger Herr, aber ein netter Mann und ein gescheiter Mensch. Der hat vorausgesagt schon, merkt den Buben, wenn wir im Friedhof raus sein, hat er rausgeschaut dort bei den Panigien, da wird in Zukunft Kaltern sterben. Das hat kein Mensch glaubt. Aber es ist dann auch so gewesen. Heute ist es so. 38 Jahre, wenn ein Mendel der Bauhaar ist, die Lahnhaar ist, die Schwellen, wo die Pension gar nicht riesig geworden ist, danach, dann bis 10 Jahre ist alles 2 Meter hoch Schulter gelegen von Mendelberg gekommen. Und bei uns in der Beuten sogar ist Schwellen. Und bis zum Freisatz um mich. Neue Schweden gegen Kartein. Aber ihren beim Theaterspielen noch angefangen gleich einmal. In Zell ist eine ganz schöne Zeit geworden. Da haben wir eine nette Unterhaltung gehabt und sind alles gleichgesinnte Leute gewesen, mehr oder weniger. Es hat mir keine Streiterei geben oder nichts. Schon perfekt gewesen sein. Dann hat man noch an der Galling ein bisschen etwas mehr gehabt, ob man einmal ein Geld einsagt gehabt, 20 Lire vielleicht, ja. Hast du gemerkt, derweil auskommen. Und so sind schon ganz gute Zeiten gekommen. Noch. Das ist noch ein Krieg gewesen. Eine schöne Zeit ist die Mendel gewesen, die Mendelzeit. Dem sind wir noch mit dem Ochs gefahren sogar. Der Vater mit dem Ochs gefahren, weil er die ganzen Stangeln und alles braucht hat. Früher hat man eine Plane gehabt, Hütten aufgestellt.
In Golfhunden war sie, und in der Schneiderwies, wo wir heute noch sein. Die haben auch schon ein Zimmer, wo wir jetzt gehabt. Die haben seine Traminer gewesen, der andere hat Zierhörl gespielt, kann ich mich erinnern. Und seitdem hat man sich selber unterhalten und das ist allem etwas los gewesen. Wenn du mal anfängst, dann bist du hier gleich, wenn du etwas tust, dann bist du gleich in die ganzen Sachen involviert. Ich bin noch bei der Musik zugekommen. Seit 1957, wie gesagt, bin ich bei der Bürgerkapelle zugekommen. Wir sind ein paar alte Männer gewesen, was noch bei der Musik gewesen sind. Der alte Radl Bürgermarsch ist gewesen. Der Toni Mengin hat in der Bahnhofstraße raus gewesen. Den Ohrhornblaser. Der Wunig Peppi. Der Vorhauser von Planet 6000, der Geize von Urtun, morgen dann hat er sich geschrieben, meine, wenn man noch mit dem Geize geheißen. Das ist auch ein kleiner Tisch gewesen. Und der Reif hat auch Kapellmeister gemacht, sagen wir mal eine Zeit lang. Da ging ich noch der Bader gekommen und dann ist es weitergegangen. Dann ist noch alles umkrempelt worden, mehr oder weniger. Die Zeiten anders gewesen, man hat neue Instrumente gekriegt. Davor haben wir leider zusammengeflickte Instrumente gehabt und lernen. Nach dem Krieg. Aber wir haben erst ein paar Hosen zusammenflicken, der Bionik, Schneider, damit eine Tracht entstanden ist. Ja, und so ist der Hälfte hingegangen. Ich habe beim Theater haben wir ein Glück gehabt, einen Menschen zu finden, oder er hat sich ergeben. Das ist der Beiswalter gewesen, der ist ein Universalmensch gewesen, der hat Spielleiter gemacht, Regisseur gemacht, hat Theaterstückchen geschrieben, kleine, und hat den Verein einfach in die Höhe gebracht. Er hat auch die Kulissen selber gemalt, in den Kulten und die Räume gemacht. Er hat das Tuch aufgezogen und hat noch gemalt mit Temperaform, hat man es gehalten. Aber die Kulissen sind heute noch im Vereinshaus zu sehen, bei gewissen Stücken. Und zwischen haben wir quasi Stückchen gehabt. Mutter Wong hat quasi die Heißtraut gespielt, der ist eine gute Spielerin gewesen. Super Spielerin. Aber im Theater haben wir schöne Zeiten gehabt. Hier noch meine Frau kennengelernt als Mädel. Junge Gitsch gewesen. Feine. Und das ist noch so gewesen. Wir haben noch geheiratet, in ein Haus gebaut, 57. Haus gebaut, dann haben wir geheiratet und dann ist es da hingegangen. Da sind drei Buben gekommen, Martin, Stefan und Thomas. Und dann hat es nicht lange gedauert, dann ist mir die Frau wieder krank und ist leider gut gestorben. Und die Jungen müssen nochmal eine Frau suchen. Das ist dann meine heutige Hildegard. Aber so ist es halt im Leben. Es ist weitergegangen. Und ihn halt, die haben schon etwas erlebt, was nicht gerade angenehm gewesen ist. Aber es hat sich alles zum Guten gewendet. Aber heute muss ich sagen, die Kinder sind in Ordnung. Und die Buben sind heute auch bei der Musik, der Thomas und der Martin. Der Stefan lag kurze Zeit, weil er selbst noch in sein Elektrofach übergegangen ist. Er ist Elektriker geworden. Hat da kein Interesse gehabt mehr für die Musik und so. Der Martin und der Thomas überblieben, das haben sie dann heute noch dabei. Und zwar der Martin ist der gleiche Wehrler, wie ich gewesen bin, hat da alles überall angefangen. Kann nie nein sagen, wenn er einen braucht. 65er Jahre, meine ich, bin ich auf der Gemeinde noch dazugekommen. Da hat es ein bisschen Reibereien gegeben. Dann hat man mich noch in Gurt geholt, kann ich mich erinnern, haben sie mal. Die Partei hat eine Unterschrift gebraucht, weil sie einen Kandidat zu wenig gehabt haben. Nach der Riesenwalter ist gekommen, bin im Feldheim gewesen, arbeiten. Dann sagt er, Toni, du musst unbedingt rausgehen bei der Volkspartei unterschreiben. Wir brauchen nur einen Kandidat. Dann ist er hingewiesen, seine Freiheitlichen sind schon gewesen. Der Egot Miller, kann ich mich erinnern, der Jeni. Und dann haben sie gesagt, ja, ich war solitärin, ich bin in der Gemeinde überhaupt keine Ahnung. Alles gleich, du kommst echt nicht ein, hat er gesagt, gleich, aber das ist ein Kandidat. Und dann habe ich die erste Stimmung gehabt.
Und so ist es dann gegangen. Ja, ich bin nachher dazugekommen, ich war mehr oder weniger, wenn ich Assessor gewesen bin, in der Gemeinde. Dann haben wir die einen gefunden und die anderen gefunden, und dann ist das rausgekommen. Der Grundverkauf für die Fällen, für die Neuen. Und ich auch eine Parzelle ersteigert. Und danach hat es geheißen, ja, wer macht noch mal? Ja, dann nehmen wir einen Pichler. Und der Pichler hat es halt gemacht. Und dann haben wir 25 Hektar gerodet, Wald gerodet. Das ist eine schöne Arbeit gewesen für mich. Hätte ich gerne getan. Ich bin schon Tag und Nacht in die Felden rein gewesen. Ich glaube, das alles funktioniert. Bei der Jury hat es übernommen gehabt, aber hat es wieder weiter übergeben. In größerer Firma, in Treviso, eine gewisse Firma Tormänner. Die haben in Rasenbacken gehabt, in D9. Caterpillar D9 ist die größte Backe, was es dem gegeben hat. Der Mensch, der Chauffeur, wenn er gestanden ist bei der Raupenzüge, hat er mit dem Kopf nicht viel geschaut mehr. Ja, ich bin eigentlich oben schon mit Leib und Seele Bauer gewesen. Ich bin es weiß noch, wenn ich nicht krank geworden war. Wenn ich nicht krank geworden war, jetzt kann ich nicht mehr viel machen oder, nicht, oder nichts machen. Aber soll ich ja gleich haben, wenn wir es halt fertig werden, kann ich mich eigentlich mit der Freude zurückschauen, was ich da habe. Ich habe nie nichts krumm gemacht. Das ist heute leider gut der Fall, ist oft einmal.